Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind hier irgendwo in einem ziemlich düsteren Verlies gelandet. Und ja, ich gehe gerade ein paar Schritte zurück. Ah, da oben ist auch noch ein Weg, okay. Ja, gut. Und hier auch, oder? Ja, hier geht's auch weiter. Hm, müssen wir mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall das, wo wir unten lang gekommen sind. Und hier geht's auch hoch. Hier haben wir ja das letzte Mal aufgehört. Weil hier sind noch Radkin-Krieger übrig. Tag, Jungs. Ach Mist, ich habe sie nicht richtig erwischt. Schade. Okay, da muss ich meinen Kriegsschrei loslassen. Hallo? Hört auf, meine Heilerin zu schlagen. Das finde ich nicht lustig. Okay, das ist jetzt richtig, richtig scheiße gelaufen. Ein sauguter Anfang, ey. So, sterben bitte. Dann kriegt ihr beide mal was zu essen. Du mach noch eine Heilung. Was liegt hier? Du bist in meinem Zuhause. Mach es dir bequem, denn wahrscheinlich bleibst du für lange Zeit. Eine Ewigkeit, um genauer zu sein. Ah, sehr nett. Ich habe übrigens jetzt nicht geguckt, ob wir auf der letzten Ebene was übersehen haben. Aber das können wir ja dann nachholen. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Tür, mit der wir durchgucken können. Okay. Die sind echt richtig nervig. Diese blöden Schildträger. Du bitte. Dich unterbrechen wir. Danke. Sammeln wir das Zeug auf. Vier Stärke für Talisa klingt nicht schlecht. Vier Stärke und ein Ausdauer. Mhm. Okay, zwei Abzweigungen. Und ja, die Wände deuten auf nichts Schönes hin. Und ja, ich habe Radkins gehört. Ich kenne auch auf dieser Ebene noch nicht die... eine Druckplatte, okay. Da geht's runter schon mal. Gucken wir uns mal da unten um.
Au. Ein zerbrochener kleiner Stein ist schon mal gut. Die Tür aufmachen wäre besser. Dann müssen wir wahrscheinlich hier unten irgendwo den Knopf dafür finden. Ja, das ist auch leichter gesagt als getan. Hm? Au, nein. Ernsthaft, wo ist der Knopf, der uns hier rauslässt? Also ja, ich bin froh, dass ich keinen Safe gemacht habe. Hier sieht nichts nach einem verdächtigen Knopf aus, hier aber auch nicht. Wäre arschig, wenn ich oben was triggern müsste. Ach, da war der Knopf. Okay. Also so ein Schlitzding da kann als Knopf fungieren. Und ich nehme mal an, die Druckplatte da löst die Falltüren aus und ich soll den Stein nehmen. Und jetzt die Beine in die Hand nehmen. Ups. Au. Okay. Championhosen des Tigers. Beweglichkeit, Willenskraft, Ausdauer. Also eigentlich was für Hagrim. Und ein Schmuckstück für Selastra auf jeden Fall. Oder für Serikal. Ich würde sagen eher für Serikal.
Also Hagrim kriegt die Hosen. Und Serikal das Teil. Und ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, hier habe ich die tolle Notiz rausgenommen. Okay. Das heißt, die Seite wäre geklärt. Das ist der... war wieder so ein Rätselraum. Radkin-Krieger. So, jetzt können wir loslegen. Ja, das läuft jetzt gerade um einiges besser als das letzte Mal. Und weg mit dir. Oh, ich bin mal wieder überladen, hä? Ja. Oh. Trollkrieger. Oh, der hat mich schon entdeckt. Trollregeneration. Ja, gegen den Trollkrieger verwenden wir alles, was wir haben. Auch wenn Trollkrieger jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz die stärksten sind. Ich soll es nicht sagen. Er tötet nämlich gerade meine Heilerin. Ja. So. Gleich noch ein Trollkrieger. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Komm, lass meine Heilerin am Leben. Und lass auch meinen Tank am Leben. Das ist nicht gut. Okay, 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 ich hab's kapiert. Tschüss. Mist. Okay. Wo ist der Autosave? Ist der bevor oder nachdem ich den Troll getötet habe? Oder mitten im Kampf gegen den Troll? Oder während ich gerade panisch wegrenne? Okay.
Da ist der nächste Troll. Der gerade irgendwie keinen Bock auf uns hat. Ich hasse diese Nervensägen, ey. Eigentlich sind Trolle ja nicht wirklich stark, aber sie machen einen Haufen Damage. So, esst mal jeder eine Salami. Teilt euch mal eine Salami. Da scheint es lang zu gehen irgendwo hin. Und der Raum selber. Oh, hier geht's noch weiter. Hm. Ja, okay. In irgendwelche verwinkelten Gänge. Also nehme ich mal erst den Gang hier. Oh, Orks. Hm. Orks sind putzig. Oh, hier dort sind Tränke versteckt. Gut zu wissen. Oh, der war nicht so gut. Hallo, hört auf, meine Heilerin zu schlagen. Weißt du was, wir ziehen uns zurück. Sicher ist sicher. Okay, es folgen uns zum Glück nur die beiden. Die dürfen wir down kriegen. Gut. Danke. Zauberstab. Der wäre was für Serikal. So, nochmal eine gute Heilung. Quick Save. Okay, heute läuft die Aufnahmesession nicht so schön gut ab. Okay, da sind uns Orks gefolgt. Das sind zum Glück nur Grunzer. Zum Glück in Anführungszeichen.
Und so, bei denen ich mich freue, wenn sie drauf gehen. Und ja, man merkt, wir sind auf Level 16. Und sind Level selber, glaube ich. Sind wir Level? Ja, wir sind Level 16.